Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back to Batman Arkham Knight. Das Spiel ist erst gestern rausgekommen. Ich habe hier vorher Batman Arkham Origins gespielt. Aber natürlich nur zwei Parts oder sowas, weil ich habe nicht gewusst, dass Batman Arkham Knight so schnell rauskommt. Aber hier ist es endlich. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie geht's? Geht's euch gut? Mir geht's gut. Lass uns eine neue Story beginnen. Ich bin sowas von gespannt. Yeah! Ich mag die Musik. Oh mein Gott. Sieht nach einem Mittwochabend aus. I've got you under my skin. I've got you deep in my heart. Wow! Ich glaube, das ist das Batcave, nicht ganz sicher. Oh mein Gott. What's going on? Eine Blume, ich mag Blumen. Oh mein Gott. Schöne Zähne. Ist das der Joker? Ja, das ist der Joker. Oh mein Gott. Da sehe ich an den grünen Haaren. Mann, hatte der Joker schöne Zähne. Stell dir vor, ihr müsstet die ganze Zeit so lächeln wie er. Wie lange müssen wir ihn jetzt angucken? Ich meine, ich mag die Musik, aber dieses Gesicht mag ich nicht so. Ah, ich muss irgendwas drücken. Oh, sag das doch. Ja. Immer mehr Feuer. Er blendet. Oh mein Gott. Ja. Verblend, du Arschloch. Obwohl, ich mag den Joker. Oh, seine Haare. Oh mein Gott. Iii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 
Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Ach, darf man nicht rauchen? Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Der hat eine Batman-Maske auf, schauen Sie das an. Was hat er für ein Handy? Ey, die haben hier sogar Smartphones schon. Nice. Welcher Typ raucht? Seht ihr derjenige? Ah, da hinten, glaube ich. Einmal umsehen. Ja, ich bin Officer, falls jemand dagegen... Oh, ich... Warte einen Moment. Oh mein Gott. Wie geht's? Okay, keine Antwort. Ganz wie im echten Leben. Ich glaube, wer? Ist auch der? Der raucht. So, konfrontieren Sie den rauchenden Gast. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Oh mein Gott. What the fuck ist das? So unerwartet. Alter! Was war das? Was passiert? Ah! Ich auch? Oh mein Gott, ich glaube, er will mich. Was soll ich tun? Oh mein Gott. Wo soll ich lang? Oh mein Gott! Was soll ich tun? Ich kann ja nicht mal was tun. Kann ich wenigstens sowas drücken? Ich wurde sowas von geowned. Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Ich glaube, der Typ ist sauer. What the fuck? Wen spielen wir jetzt? Sind wir der Typ? Nee, den haben wir schon mal gesehen. Wollt ihr jetzt alle aus Gotham raus oder was? Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Nur? Ach doch, das ist viel. Nicht so viele. Aber wir wurden doch auch gebissen. Wie kann er immer noch reden? Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. What the fuck? Ach du Scheiße. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Voll unerwartet gerade. Die Stadt wurde ja der reinste Chaos. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Was? Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Batman. Das bin ich. Ich bin Batman. In der Wirklichkeit. Ein paar Leute wissen es nicht, aber ich bin Batman. Alles klar? Oh, da sind wir. Da ist er auch schon. Dieser Blick. Yeah! Kann ich spielen? Ja! Ja! Gleiten. Oh yeah, diese Grafik, so episch. Schaut euch mal meine schönen, prachtvollen Flügel an. Gleiten, steuern. Herabstürzen. Oh! What the fuck? Okay, wir sind gleich da. Wenn ihr Batman seht, schreien und angreifen. Das zieht immer. Okay. Das ist so episch. R1 Greifhaken. Die Steuerung hat sich ein bisschen verändert, glaube ich. Ich habe ja Arkham Origins so ein bisschen gespielt.
Okay, wir müssen... Wir sind gleich da. Das dauert nicht lange. Einfach nur episch. Ja! Wir sind da. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Die kenne ich von irgendwo. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Ja? Jedes verdammte Mal. Wo bin ich? Oh mein Gott. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Okay, wir müssen... Ach, da Oracle, ich glaube, unsere Beraterin. Ich glaube, sie ist so... Ich glaube, sie nimmt Drogen oder so, ich weiß nicht genau. Das muss man Scarecrow lassen. Ey, wir sind ja bald da. Ja! Woo! Yeah! Ey, wir sind wirklich gleich da. Boah, das ist so episch gemacht. Vor allem die Grafik sieht so gut aus. Das glaubt man gar nicht. Und jetzt, ich will einen Sturzflug machen. Genau nach unten. Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Wer ist Scarecrow? Die Stadt gehört euch nicht. Ich kenne ihn nicht. Schau euch mal diese Landung an. Kann ich angreifen? Yeah, endlich kämpfen wir. Hi. Ja. Ja, ich weiß noch, wie die Steuerung geht. Oh yeah. Ich glaube, die haben das Kampfsystem voll verändert. Oh ja. Jetzt können wir die sogar schlagen, wenn die am Boden sind. Das ging vorher nämlich nicht. Komm her, Bitch. Ja, das ist richtig. Ich weiß, wer der ist. Neue Animation, glaube ich. Das ging schnell. Ah, hier musst du den Typen. Ah, und den müssen wir retten, okay. Sie sind sicher. Danke, Batman. Kein Ding. Wow, war das knapp. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. What the fuck? Die Chancen ausgleichen. Wir sind erledigt. Was ist das? Kann mir jemand helfen? Und mir erklären, was ich da tue? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Okay, das habe ich im Trailer gesehen. What the fuck ist das? Das Teil ist ja episch. Oracle, ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Wir fahren. Wow. Ruf deine Männer zurück, Jim. What the fuck? 5-6, hier ist Commissioner Gordon. Wow. Die Verfolgung wird abgeblasen, es ist zu gefährlich. Wow. Sir, wir sind hier, wir kriegen diese Bastarde. Seht ihr das? Ich muss den Wagen anhalten und den Fahrer befragen. Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Boah, mein Wagen ist so episch. 5-6, wir können nicht schießen. Das ist ein Befehl. Überlass das Batman. Ja, richtig. Ja, wie kann ich schießen? Verdammt. Ah, jetzt. Bitte, Batman, ah! Fuck! Keine, ich komme! Er gehört mir. Ich, oh mein Gott. Anhalten und den Fahrer befragen. So, und jetzt schießen. Yeah, hab ihn! Oh mein Gott, er schießt! Nimm das! Arschloch! Er will mich! Boah, what the fuck, geht die vor sich? Yeah! Ich glaube, ich hab ihn! Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. What the fuck? Soldaten verhören. Oh.
Das ist ja voll hässlich. Sag mir, was du weißt. Fahr zur Hölle. Boah, er wollte mich infizieren. Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Oh! Ah, das ist die Detektivsicht, glaube ich. Batman, aber nicht spritzen, okay? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow, cool aus. Eine nicht kontaminierte Probe. Alter, wie cool. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Batcomputer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Also ich hätte das Spiel auch auf dem PC spielen können, aber leider war es so richtig scheiße. Nein, das war falsch. Oh mein Gott, das wollte ich. Ich will wieder einsteigen. Gott, es ist kompliziert. Aber ich habe die Rezension gelesen bei Steam und das Spiel funktioniert gar nicht auf PC. Das ist leider so, oft bei neuen Spielen. Also würde ich es auch empfehlen, lieber auf Konsole zu spielen. Boah, sogar cool. Oh mein Gott. Ey, das macht dir richtig Spaß. Natürlich ist es Batman, du Loser, wenn sonst... Was sind wir da? Boah. Jetzt kommt man hier viel schneller an die Orte. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Hä, kann das Teil nicht halten? Okay, das Teil kann... Ah, das Teil ist sowieso unverwundbar, stimmt's? Ich steige jetzt aus. So, bis dann. Kann ich hoch? Okay, nur so anscheinend. Ah, wir sind da. Oh, ich muss kämpfen. So, nice, nice, nice. Komm her, Bitch. Endlich kann man sich schlagen, wenn sie auf dem Boden sind. Dann sind sie sofort K.O. Ich glaube, sie hat das Spiel ein bisschen einfacher gemacht. Muss ich sagen. Aber finde ich ganz gut so, weil Batman Arkham Origins war schon schwer, muss ich sagen. Also für Anfänger zumindest. Und hier wird es echt richtig gut gehalten am Anfang. Nice. Wir haben mich gestört, der Loser. Okay, wir müssen nicht noch wieder rein. Batman, du musst sagen, ja, Danny, du hast recht. Ja gut, dann nicht. Die Türen sind verschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Okay, welche? Nein, das wollte ich nicht. Gott, der kann sich mittlerweile ja überall dann befestigen. Okay, aber welchen? Vielleicht hinten? Endlich gehört Gotham den richtigen. Oder oben? Niemals lassen wir uns das nehmen. Evakuieren? Ich hab keine Ahnung. Scarecrow macht mir keine Angst. Vor allem, wer redet da die ganze Zeit? Ah! Okay, so kann man auch rein. Hi! Oh mein Gott. Ah, der hat eine Waffe, deswegen. Endlich kann ich den Spaß hier mit der Waffe schnell eliminieren. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall einfacher geworden. Nice. Nicht Arsch. Sexy auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Was ist das? Es ist Batman, der ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Ja. Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kamera an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Battery. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd, aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Oh mein Gott. Okay. Es geht nichts über natürliche Immunität. Ach, sie ist immun dagegen? Ah ja, natürlich ist es bei jedem Virus so, dass jemand immun dagegen ist. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, aber das ist episch. Hi. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo. Sag schon.
Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. What the fuck? Sie ist die Pflanzenfrau. Ist ja wohl schwer, gegen die zu kämpfen. Außer mit Feuer. Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Oh mein Gott. Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, das ist Batman. Alter, was jetzt? Wieso läuft er nicht weg? Der Panzer, den sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon. Halten! What the fuck? Oh, das ist viel besser. Was soll ich nutzen? Batmobile. Holy. 60 mm Geschütz einsatzbereit. Alter. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Ich komme da ja gar nicht mit klar. Was geschieht hier gerade? Alter. Batman, ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Das ist ja voll schwer. Okay, ich weiß, wie man schießt. Ist gut oder nicht? Nein, wo muss ich lang? Kampfmodus, L2. Wow. Wie episch. Wie kann ich kämpfen? Oh, ah. Oh mein Gott. Ist episch. Ja. Boah, ich muss in diesem Teil kämpfen. Macht dir ultra mega Spaß. Oh, yeah! Nice! Ist ja voll Hammer, Alter. Boah, wie cool. Also das ist jetzt ultra unerwartet. Ich dachte am Anfang, die Rezensionen wären schlecht, weil das Spiel irgendwie nicht den Erwartungen entspricht. Aber das kann ja nur den Erwartungen entsprechen. Das ist so gut. Naja, bis jetzt zumindest. Sollen wir schon ausweichen? Diese schöne Bewegung. Ich glaube, ich bin ein Naturtalent. Ja! Wo ist der nächste? Da hinten. Bam! Vorsichtig. Ja! Nice! Und die Zeitlupe. Habe ich! Jetzt kann man normal fahren. Einfach nur episch. Oh, wow, 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 wow. Wir müssen da lang. Okay. Ach du Scheiße. Muss ich hier rein? Was ist passiert? Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Das sieht aus wie... Ja, Achterbahnfahrt. Ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen in den Krieg. Ja, Krieg! What the fuck? Okay, wir müssen uns beilen. Ja. Wo sind sie? Ich kann ja so gegen sie kämpfen. Wo sind sie? Muss ich aussteigen? Ich glaube nicht. Ich steige mal wieder ein. Ey, in diesem Teil fühle ich mich so sicher. Das ist ja nicht mehr normal. Ich will hier hin. Entfesseln Sie die wahre Macht des Batmobils, zerstöre Gegner, ohne selbst getroffen zu werden.
Wie soll das funktionieren? Ah, nein, ich will kein Training abschließen. Muss ich? Ah, ich muss. Ich muss, okay. Dann steige ich es mal aus. Steig aus. Da will ich aussteigen. Ah, Herausforderung sehen, okay. Das habe ich ein bisschen kompliziert. So. Ich muss es tun. Simulation aktiviert. Waffenenergiesystemdiagnose online. Okay. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Okay. Zerstöre Ziele, um die Energie aufzuladen und die Raketen. Okay. Hab ich. Bam. Ja. Ja. Ich mag dieses Training. Das ist ein cooles Training. Alter, wo kommen die ganze Zeit? Ja. Stufe 1 bereit. Wie wurde sie. Ah, wow. What the fuck? Sehr episch. So ist es, Mann. Ja! Ich mag das. Wie lange geht das jetzt? Wie lange muss ich da zerstören? Oh, scheiße. Schlechtes Aiming. So. Ey, Alter. Seht ihr das? Zerstörte Ziele, um die Waffenenergie aufzuladen, das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Wie soll ich das aktivieren? Ah! Oh, ich hab's gar nicht, sorry, ich hab's nicht gesehen. Diagnosestufe abgeschlossen. Okay. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Ja! Okay, erstmal zerstören. Ist ja voll cool, dieses Tutorial. Macht dir ultra mega Spaß. So, 2. Auf Stufe 2 aufladen. Und jetzt nochmal, ne? Okay, einen Moment. So, ah! Gibt's nur 2 Stufen hier? Ist ja voll. Sperrfeuerstufe 2 bereit. Okay. Lade das, Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Okay, so. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern. Okay. Hab ich noch nicht? Ja, ja, ist ja gut. Du brauchst mir nicht nochmal. Jetzt aber. Das muss es sein. Immer noch nicht. Jetzt. Ich muss die Sekundär. Hallo, was willst du denn von mir, Loja? Ups. Stufe abgeschlossen. Yay! Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Okay. Feindliche Treffer erschöpfen. Oh mein Gott. Oh, Hilfe! Jetzt schießen die sogar. Boah, der Kampfmodus ist so episch. Der macht richtig Spaß, der Kampfmodus. Zum Glück hat so ein Ding, dieses Teil. Also den Kampfmodus. Außerdem ist es voll easy, den auszuweichen. Bis jetzt wurde ich nicht einmal getroffen. So. Die Teile sind aber auch langsam, ne? Muss man jetzt mal so sagen. So. Stufe 3 oder was? Wir müssen auf Stufe 3. Keine Ahnung wie, aber anscheinend... I don't know, man. Sperrfeuerstufe 2 bereit. So. Hab ich. Diagnose abgeschlossen. Ja! Simulation abgeschlossen. Ja! Wir haben es geschafft. Fortfahren. Yay! Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Er bewegt sogar seinen Mund voll cool, nice. Alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Okay. Okay, ich will das Video vorher erstmal nicht stehen lassen. Das war die erste Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und es macht wirklich eine Menge Spaß. Es ist voll, es sind viele Neuerungen und das Spiel ist wirklich ein hammergeiles Game. Zumindest im ersten Eindruck. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt den Motivation bei Streit. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einer neuen Folge von Badass Wheels. Momentan regnet es gerade draußen und ich liebe es.